Das Schlossparkcenter Senftenberg lädt ein zum ersten bunten Herbstfest, XXL Shopping und Familientag. Für die Kleinen mit zwei großen Bastelstraßen, Herbstfee, XXL-Kürbis und vielen Überraschungen. Ab 14 Uhr auf der Bühne Line-Dance-Workshop zum Mitmachen und 15 Uhr Stargast und Country-Legende Linda Feller. Ich weiß nicht, was doch dieser Cowboy-Typ, der hat was. Um 16 Uhr große Modenschau von Sportspoint und Trends. Außerdem hinter die Kulissen blicken bei Seenluft 24 Fernsehen zum Tag der offenen Tür. Freuen Sie sich auf weitere Aktionen in unseren Geschäften. 15. Oktober von 10 bis 18 Uhr, Herbstfest im Schlossparkcenter Senftenberg. Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 12. Oktober. Die Skihalle Snowtropolis bleibt in der Saison 2022-23 geschlossen. Das geben die Betreiber auf ihrer Internetseite bekannt. Als Grund wird die angespannte energiewirtschaftliche Lage genannt. Die Geschäftsleitung habe diese Entscheidung gemeinsam mit den Mitarbeitern getroffen, sagte Sprecher Thomas Köder gegenüber dem RBB. Die Halle solle energetisch umgebaut werden. Kündigungen soll es jedoch nicht geben. Das Personal werde in die Umbauarbeiten einbezogen. Im Herbst 2023 soll die Halle dann wieder eröffnet werden. Die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitz, Katrin Winkler, bezeichnet die Schließung von Snowtropolis als einen Rückschlag für die Tourismusregion Lausitz und fordert auch für andere Anbieter Schutzmaßnahmen seitens der Politik. Es war ein fulminanter Start in die Spielzeit 2022-23, das Festspiel Neue Heimat am Senftenberger Theater. Am Sonntag ist es zu Ende gegangen und die Theatermacher blicken jetzt zurück. Mit einer Besucherauslastung von über 90% startete die neue Bühne Senftenberg in die neue Spielzeit. Das erste Festspiel Senftenberg, zu dem das neue Team Künstlerische Leitung mit Intendant Daniel Ries, Chefdramaturgin Caroline Felsmann und Hausregisseurin Elina Finkel geladen hatte, war damit ein voller Erfolg. Die Kombination aus zeitgenössischer Dramatik und moderner Literatur mit Event, Kulinarik und Feierei lockte viele Gäste ins Theater und in die Spielstätten in der Gartenstadt Marga. Wir freuen uns, dass wir so erfolgreich an die Tradition der Glückauffeste und der Spektakel anknüpfen und diese durch ein neues Konzept verändern und weiterentwickeln konnten. So das Fazit des Teams Künstlerische Leitung. Ein Dank gilt dem gesamten Ensemble, den Jugendlichen aus den Neue Bühne Spielclubs und den 20 mitwirkenden Bürgern, die in insgesamt 32 Vorstellungen an 8 Tagen zum Erfolg des Festspiels beigetragen haben. Die kommunale Wohnungsgesellschaft Senftenberg unterstützt den FSV Glückauf Brieske Senftenberg auch in der neuen Spielsaison. Besonders gefördert wird die Kinder- und Jugendarbeit im Verein. Bei einem Treffen Ende September bekräftigten sowohl Senftenbergs Bürgermeister Andreas Friedrich als auch KWG-Geschäftsführer Tobias Dorn die Bedeutung des FSV als wichtige Sportsäule in der Stadt. Anlässlich des Treffens wurde auch ein Spendencheck in Höhe von 5.000 Euro übergeben. Die 15 Mannschaften und knapp 400 Mitglieder, darunter 200 Kinder, wissen diese Unterstützung sehr zu schätzen, so Vereinspräsident Herbert Tänzer. Seit einem reichlichen Vierteljahr befinden sich die Studios von Seenluft 24 Fernsehen nun im Senftenberger Schlossparkcenter. Immer wieder wurden wir von unseren Zuschauern nach einem Tag der offenen Tür gefragt. Nun ist es endlich soweit. Seenluft 24 Fernsehen lädt zum Tag der offenen Tür, und zwar an diesem Samstag von 10 bis 17 Uhr. Im Rahmen des Herbstfestes im Senftenberger Schlossparkcenter können Interessierte stündlich an Studioführungen zum Mitmachen teilnehmen. Es gibt Einblicke in die Studiotechnik und wie Fernsehbeiträge entstehen. Wer Lust hat, kann sich selbst als Moderator oder Nachrichtensprecher ausprobieren und herausfinden, wie zum Beispiel ein Teleprompter funktioniert oder was es mit dem Greenscreen auf sich hat. Die Führungen beginnen immer zur vollen Stunde. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Welche Investitionsvorhaben sollen in Senftenberg zukünftig priorisiert werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Senftenberger Stadtverordneten bei ihrer Versammlung an diesem Mittwoch in der Briesker Kaiserkrone. Die in den Haushaltsplänen enthaltenen Investitionen sind nach Einschätzung der Verwaltung in den nächsten 3 bis 5 Jahren nicht alle gleichzeitig umsetz- und finanzierbar. Darauf hatte der Ältestenrat bei seiner Sitzung Anfang August aufmerksam gemacht und gemeinsam mit den Ausschüssen einen Priorisierungsvorschlag der anstehenden Investitionen erstellt. Weitere Themen der SVV sind die Personalgesundheit im Rathaus und die Errichtung einer Geschwindigkeitsmessvorrichtung in der Spremberger Straße. Und nun folgen hier weitere Nachrichten in unseren Kurzmeldungen. In virtuelle Welten abtauchen kann man am 15. Oktober bei der Nacht der kreativen Köpfe in Cottbus. Mit ihren Partnern aus Wirtschaft und Bildung lädt die Industrie- und Handelskammer zu einem vielfältigen Programm rund um künstliche Intelligenz, Simulatoren, Berufsorientierung und die maritime Zukunft von Cottbus ein. Mehr dazu gibt's unter www.ndkk.de. Das Quartiersmanagement in Lauchhammer zieht eine positive Zwischenbilanz seiner bisherigen Tätigkeit. In diesem Jahr hat es bereits zahlreiche Veranstaltungen im Stadtteil Lauchhammer Mitte durchgeführt. Unter anderem Müllsammelaktionen, das Bauen von Sitzmöglichkeiten aus Paletten, Sport- und Spielenachmittage, eine Quartiersbefahrung mit dem Bürgermeister sowie ein Graffiti-Workshop. Die Corona-7-Tage-Inzidenz hat sich in allen 3 südlichen Landkreisen und auch landesweit in der letzten Woche mehr als verdoppelt. Im Kreis Oberspreewald-Lausitz lag sie an diesem Mittwoch bei rund 795. Elbe-Elster meldete eine Inzidenz von knapp 1074 und Spree-Neis von 1029. Landesweit beträgt die Inzidenz 807. Der 9. Verbandstag des Fußball-Landesverbandes Brandenburg hat am Wochenende mehrere Regeländerungen beschlossen. Mehrheitlich stimmten die Delegierten für die Zulassung von Landesklasse-Teams im Landespokal. Die während Corona eingeführten 5-Spieler-Wechsel im Herrenbereich gelten nun langfristig. Zudem sprach DFB-Vizepräsident Ralf-Uwe Schaffert über aktuelle Entwicklungen wie ständig steigende Energiepreise. Der Sport müsse mehr Gehör finden. Ohne Flutlicht und in kalten, überbelegten Schwimmhallen ginge eben nichts mehr, so Schaffert. FLB-Präsident Jens Kaden appellierte an die Politik, nur gemeinsam und mit einer guten Kultur seien die Probleme zu schaffen, sonst gehe das Licht aus. Und das waren die Nachrichten. Hier folgt nun der Polizeibericht. Auf der Kleinkoschner Straße in Senftenberg kam es am Dienstagnachmittag zu einem Pkw-Zusammenstoß, bei dem 2 Frauen verletzt wurden und ins Krankenhaus mussten. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Ein Einbruch in einen Bungalow im Feldweg in Lauchhammer Ost wurde der Polizei am Mittwoch angezeigt. Entwendet wurden ein Fernsehgerät und eine Kreissäge. Der Schaden rund 1.500 Euro. Mit einem gefälschten Führerschein ertappt wurde ein 39-jähriger Pkw-Fahrer in Schwarzheide. Bei einer Verkehrskontrolle in der Ruhlander Straße in der Nacht zum Mittwoch legte der Fahrer den Polizisten einen gefälschten ausländischen Führerschein vor. Eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis sind das Resultat. Mittwochmorgen beging ein Pkw auf der B169 am Abzweig von Hörlitz nach Brieske Unfallflucht. Der Fahrer überholte einen Lkw auf der falschen Seite und streifte diesen, wobei die Beifahrertreppe abgerissen wurde. Der Pkw-Fahrer fuhr einfach weiter. Der Schaden am Lkw wird auf 3.000 Euro geschätzt. Und das waren Sie, unsere Meldung für Sie. Hier gibt's nur noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Die nächsten Tage bleibt es gleichbleibend mild mit einigen Wolken. So wird der Donnerstag angenehm mit 7 bis 18 Grad, einem ganztagsbedeckten Himmel und keinem Regen. Am Freitag bleibt der Höchstwert bei 18 Grad und auch hier ist es wieder den ganzen Tag bewölkt mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auf Niederschlag. Der Samstag behält die maximal 18 Grad mit einigen Wolken und ohne Aussicht auf Regen.